Tipp für die Sterneküche. Trainingstipps. Heute Kraft nicht verschwenden, denn das Motto ist ganz einfach, Real Champs don't practice. Und heute Abend gut essen, weil Werner Grissmann hat ja das schon bewiesen, Masse ist gleich Geschwindigkeit, ein physikalisches Gesetz. Dazu viel trinken, weil man in der Höhe durch die Atmung natürlich sehr viel Flüssigkeit verliert und das alles muss man heute Abend dann auf der Höhe. Marc Girardelli jetzt hier, Skitraining mit den Köchen absolviert. Was habt ihr gemacht? Ja, ein bisschen Riesenslalom. Es hat heute sehr gute Verhältnisse. Die letzten Tage war es doch sehr warm. Aber es war jetzt bis um 3 Uhr relativ fest. Und die Köche sind ja sowieso wahnsinnig motiviert. Und da muss man aufpassen, dass sie sich nicht schon den Kopf einrennen beim Training. Du warst Lafer, Stammgast hier beim Sternecup der Köche. Wie war das Training heute? Ach, ich fand, es war wunderschön. Es war erstmal ein super schönes Wetter. Skifahren könnte besser gehen, aber wenn man einmal im Jahr Skifahren geht, das ist klar. Nee, war ein perfekter Tag. Jetzt habe ich letztes Jahr ja mitfahren dürfen hier. War 45 Hundertstel schneller als Sie. Oh. Das war mein Ziel. Ich habe das vorher angekündigt. Wollen wir für morgen uns auch vergleichen mal? Also, ich bin auch nicht so schnell unterwegs. Wir sind in einer Klasse, würde ich sagen. Sie sind Österreicher. Ja, pass auf, ich mache es immer getreu dem Motto. Ich versuche stets das Beste zu leisten. Auch das werde ich morgen so machen. Genau. Aber für mich ist das einfach ein schöner Tag und bei so einem Wetter, mit so netten Kollegen, macht es einfach Spaß. Genau, dann wünschen wir viel Spaß. Wir schauen, wir sehen uns morgen hoffentlich nochmal und vergleichen wir mal die Zeiten. Ich als Hesse gegen Österreicher, ist interessant. Kennen Sie Jakoba? Jakoba, ja klar. Welche Chancen räumst du ihm denn ein? Na so, wenn ich ihn heute gesehen habe beim Hüttenabend, wie er da Gas gegeben hat, nicht? Also wenn er morgen auf der Piste gleich loslegt. Also damit können die Köche alle einpacken, nicht? Da werden wir keine Parole bieten können. Nicht? Wenn wir dann den ersten auf unserer Videoleinwand sehen, das müsste, dann sollte das eigentlich Frank Hörndl sein. Weltmeister im Slalom. Bergauf ging es früher besser als bergab. Du, ich fahre wirklich nicht lange Ski, aber für den Gaudi bin ich mal zu haben. Alles klar, viel Glück. Genau, danke. Johann Lafer, der Fernsehkoch schlechthin in Deutschland, die absolute Ikone, lächelt aus allen Sendern heraus. Super Zeit von Johann Lafer, 1:08:07. Gut, Abschluss. Man sieht man, wie steil es ist. Man weiß, Johann Lafer war schneller. Was nun? Ist dem wirklich so? Meines Wissens ist dem so, ja. Kann man nichts machen, dann hat der Bessere gewonnen. Nee. Die Strecke ist sehr hart, mit eisigen Verhältnissen komme ich nicht zurecht. Was sagst du zum Kurs? Ja, oben ist brutal eisig. Ich hoffe, dass die Sonneneinstrahlung für den zweiten Durchgang besser wird, weil sonst ist es unnatürlich anstrengend. Herr Lafer, ich muss amtlich gratulieren. Sie waren 7 Zehntel schneller als ich dieses Mal. Nee! Ja. Nee. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja sensationell. Hat nicht meinen besten Tag gehabt. Nee, gut. Was war Ihnen? Ach, ganz gut. Ich war zufrieden. Es war sehr hart. Ja. Ja. Das, aber ansonsten, also war ganz gut, muss ich sagen. Ja, damit kam ich auch nicht mit zurecht. Die Piste war mir zu hart. Und ich habe so Slalom-Ski, die haben... Aber gut. Du holst auf die Spitze immer mehr auf. Ja, gut, ich meine... Das kann man so und so sehen.